Heute im Test eine edle Samsung Galaxy Tab-Hülle vom Onlineshop www.kawaii.de. Als allererstes kommen wir zur Hülle selbst und diese sieht wie schon gesagt sehr gut und sehr ordentlich aus. Sowohl von vorne als auch von hinten ist sie mit einem schwarzen Leder überzogen. Das sieht nicht nur ansprechend aus, sondern fühlt sich auch noch sehr gut und sehr griffig an. Die komplette Innenseite der Hülle ist mit einem schwarzen Vlies überzogen. Das dient zum einen der Optik, schützt aber auch das Display vor unnötigen Kratzern und Verunreinigungen. Möchte man nun seinen Samsung Galaxy Tab in die Hülle hineinbringen, muss man erstmal diesen Klettverschluss auf der Unterseite lösen. Danach kann man das Tablet ganz einfach in die Hülle hineinschieben. Anschließend muss man nur noch den Klettverschluss auf der Unterseite wieder fixieren und das Tablet sitzt fest in der Hülle und kann nicht mehr verrutschen. Insgesamt macht die Hülle einen sehr guten Eindruck. Alle wichtigen Bedienelemente sind ausgespart. Sowohl die Lautsprecher auf der Vorderseite als auch die Kamera auf der Rückseite. Einzig und allein die Lautstärkewippe und der Powerbutton sind mit der Hülle überzogen. Trotzdem lassen sich die Tasten noch sehr gut erreichen und sind einwandfrei bedienbar. Eine andere coole Funktion der Hülle ist diese Aufstellfunktion. Insgesamt lässt sich die Hülle in zwei verschiedenen Positionen aufstellen. Die erste seht ihr hier. Diese ist zum Beispiel zum Anschauen von Filmen oder Bildern sehr gut geeignet. Die andere Position, diese hier, ist beispielsweise zum Schreiben von längeren Texten sehr gut. Zum Schluss, wie immer noch, zu meinem persönlichen Fazit. Insgesamt bin ich mit dieser Hülle wirklich sehr zufrieden. Sie sieht nicht nur gut aus, sondern schützt das Tablet wirklich vor Kratzern und weiteren Verunreinigungen. Einzig und allein der hohe Preis von knapp 50 Euro lassen mich etwas zurückschrecken. Trotzdem, wer eine schöne, gut verarbeitete Hülle sucht, der ist mit der Kawaii Berlin wirklich sehr gut beraten.